Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Train Simulator. Ja, lang ist es her, dass wir das letzte Mal Train Simulator hier gespielt haben bei Nordrhein-TV Play. Heute ist es aber mal wieder soweit und wir haben uns, oder ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Jetzt ist es gerade weg, das Fenster von der Aufgabe, aber ich glaube, das macht nichts. Wir müssen, glaube ich, einen Weihnachtsmarktzug oder sowas fahren. Wird sicherlich ganz nett. Und ich glaube, jetzt ist es erstmal unsere Aufgabe 6. Ah ja. Die Türen zu öffnen. Das machen wir natürlich auch direkt mal. Zack. Also, wir fahren hier mit diesem wunderschönen Zug von Wittlich nach Trier und müssen die Leute heil hinbringen. Ich muss direkt zu Beginn sagen, bevor ihr mir jetzt den Kopf abreißt, dass ich nicht so der Zugenthusiast bzw. nicht der, so der Zugkenner habe, bin. So, jetzt schaue ich nochmal gerade, ob ich das richtig gemacht habe. Leider ist ja nichts an Licht. Ich muss nochmal kurz schauen. Spiegel kann ich ja auch. Genau, Spiegel kann ich auch ausklappen. Das ist super interessant. Aber so, jetzt ist der Spiegel auch ausgeklappt. Das finde ich super cool. Ja. Das ist hier also unsere, unser Cockpit, unser Führerstand, oder so heißt es, glaube ich, ne? Ja, aber also ich spiele den Train Simulator schon ziemlich gerne, aber wie gesagt, ich bin halt nicht so versiert mit Zügen. Das ist eher Florians Gebiet, nur bei Florian gab es irgendwie Probleme mit den Texturen und sowas. Total ärgerlich. Aber es ist, wie es ist. Deswegen, weil wir das Add-on auch schon super lange haben und ich das immer spielen wollte, habe ich mir jetzt gesagt, jetzt machst du es. Aber bevor ihr jetzt mir hier den Kopf abreißt, ich werde immer mal Fragen stellen und ich wäre euch auch sehr verbunden, wenn ihr die entsprechend in den Kommentaren ein bisschen beantworten würdet. Das klappt ja bei anderen Spielen auch ganz gut und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das auch hier wieder hinbekommen und ich denke oder ich hoffe am Ende dieser Let's Play Reihe, also ja, werde ich dann auch ein bisschen mehr Wissen haben. So. Ist die Handbremse? Die ist jetzt noch angelegt. Sollten wir vielleicht nochmal lösen. So, wir haben schon hier Signal zeigt schon richtig an. Jetzt muss ich mal kurz nochmal schauen. Ich brauche ja Scheibenwischer. Ja. Sandstreuer. Das hilft uns alles nicht weiter. Also kurz in die Optionen, Tastaturanordnung. Scheibenwischer, hier ist die V. Die Taste V. Signalhorn, genau. Ich habe auch den Train Simulator total lange nicht mehr gespielt, wie eben schon, glaube ich, gesagt, ne? Deswegen verzeiht mir kleinere Fehler, aber ja, ich denke, es wird ganz nett. Ich will jetzt nochmal kurz schauen. Zunächst, wo das Licht angeht. Gut, wir werden es sehen.
Wir haben jetzt im Prinzip Abfahrt. Nee. Doch. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal los. Und dann sollte sich der Zug jetzt auch schon in Bewegung setzen. Tut er. Also alles super. So, Scheibenwischer, das ist die. Genau, die Taste. Und wir haben nicht richtig beschildert, kann das sein? Was muss ich denn da? Muss ich hier irgendwie was ins IBIS-App eingeben? Nee. Hm. Ah. Hupen können wir auch. Ja, das ist doch schön. Also ich finde die Strecke ziemlich cool, muss ich schon mal vorab sagen. Es gab da anfangs viele Probleme, viele User haben sich beschwert über Performance-Probleme mit dem Add-on. Aber ja. So, oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Ist ein bisschen übertrieben. Geht aber jetzt auch zurück, müssen wir nicht bremsen. Und dann fahren wir jetzt. Ah, jetzt dürfen wir 100. Perfekt. Ja, läuft doch alles. Ist doch super. Auch nochmal hier. Oh, ja, ein bisschen. Da haben wir die Performance-Probleme. Da sieht man auch mal die Wolken in voller Pracht. Aber das Licht? Wie mache ich denn das Licht an? Ich muss nochmal kurz. Options. Ich mach mal die volle. So. Ist vielleicht besser. Für den Anfang, ne? Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob der Wagen überhaupt an die 130 rankommt, aber ich meine es irgendwie in Erinnerung zu haben, dass es nicht so ist. Aber ich kann mich täuschen. Also ich bin das auch schon mal gefahren. Die Strecke. Sieht jetzt vielleicht nicht so aus, aber ist so. So, auch grünes Signal, alles super. Ja, der Train Simulator ist auch ein bisschen Vorbereitung, denn der Train Simulator 2016 kommt ja bald raus. Und da kann man sich ja ruhig schon mal drauf einstimmen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich finde den ein bisschen teuer, muss ich sagen, mit 35 Euro fast. Übersteigt er, glaube ich, das, was die letzten Zugsimulatoren gekostet haben. Aber vielleicht steckt ja auch mehr drin. Weiß man ja nicht. So, jetzt fahren wir hier durch diese wunderschönen Gegenden. Das sieht hier wirklich hübsch aus. Schneelandschaften. Um 18.12 sollen wir ankommen und wir werden vermutlich auch um 18.12 ankommen. Jetzt sind wir, glaube ich, beim Maximum. So 111, 112. Ich glaube, ab da fängt er an zu kämpfen. Also, ich glaube nicht, dass da jetzt noch groß was kommt. Da sieht man das Ganze nochmal in voller Pracht. Hier können wir uns auch mal die Sitze anschauen. Natürlich hier im typischen Deutsche Bahn-Look bezogen. Aber diese Bahnen fahren kaum noch, ne? Also man sieht die immer seltener. Die werden mittlerweile alle ausgetauscht. Das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung.
Aber ich fand die eigentlich immer ganz cool, dass ich da mitgefahren bin. Aber bei uns fahren die jetzt auch nicht mehr. Früher. Da sind sie noch gefahren. Klingt immer doof, wenn man noch ziemlich jung ist und von früher spricht. Aber langsam kann man von früher sprechen. So. Da müssen wir gleich mal gucken, da müssen wir gleich ein bisschen runter mit dem Gas. Hier ist grün, hier ist alles super. Ich bin mal gespannt, wo die Schwierigkeit dieser Strecke liegt. Beziehungsweise, ja. Wieso das als recht schwierig ausgegeben wurde, werden wir aber alles sehen. So, dann fahren wir mal. Oh, ich habe das Steam Overlay nicht ausgemacht. In letzter Zeit habe ich einiges an Freunden hier auf Steam dazu gewonnen. Steam-Freunde. Das heißt, es kann schon mal ein bisschen. Oh, jetzt ist die Geschwindigkeitsüberschreitung da. Ach, da ist auch, da kommt uns einer entgegen. Jetzt hat man gerade die Geschwindigkeit erreicht. Ja, es gibt natürlich Abzüge. Natürlich doof. So, geben wir wieder ein bisschen Gas. Jetzt dürfen wir wieder schneller fahren. Das ist schon interessant. Ja, sieht schon hübsch aus. Ich hub mal vorsichtshalber, ne, in den Bahnhof rein. Wird vielen jetzt auch nicht gefallen. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich habe das so lange nicht mehr auf dem Kanal gespielt. Ich weiß es gar nicht, was ihr so für eine Zielgruppe seid. Bis jetzt hat man mir die Fehler verziehen. Ich hoffe, dass es auch weiterhin so ist. Aber ihr, die Community, ihr seid ja manchmal ziemlich hart. Geht ziemlich hart mit einem ins Gericht. Das ist manchmal nicht ganz schön. Aber gut, wenn ich was falsch mache, dann sagt's ruhig. Nur so kann man sich ja dann auch verbessern. So, oh, war da gerade kein Mast. In Kürze erreichen wir dann Hetzerath und werden da natürlich dann auch halten. Wird nicht mehr lange dauern. Ja. Ansonsten ist das ja ganz bequem, hier lang zu fahren. Man muss nichts bestätigen. Man kann einfach fahren. Was haben wir hier? Hübsches. Ach ne, ich dachte, es sah irgendwie von weitem aus wie Güterwaggons. Das sind nur Büsche. Da sind wir so ein kleiner Bahnhof drin. Umschlagbahnhof. Wir werden wohl etwas. Ah ne, ja doch. Wir werden etwas früher als geplant ankommen, sagt uns der Train Simulator. Ob er da recht behält, weiß ich nicht. Aber wir werden es sehen. Ja. Und bin ich mir gespannt, wann wir in Trier ankommen, beziehungsweise ob wir in Trier ankommen. Ist ja auch eine wichtige Frage. Ach, der Spiegel ist eingeklappt. Ach nee, der Spiegel, so fährt er dann immer raus, wenn man die Türen öffnet. Ah, okay. Das ist natürlich interessant. So, Hetzerath ist in Sicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal langsam mit dem Gas runter.
Und dann fangen wir so ab dem Signal an zu bremsen, würde ich mal vorschlagen. Also das Steam-Overlay. Ich hätte es ausschalten sollen. Ärgert mich jetzt. So. Oh, jetzt fängt es aber hier ein bisschen an. Mit der Ruckelei. Ja, das Ganze ist schon ziemlich ressourcenfressend, aber gut. Und dann fahren wir jetzt mal ganz gemütlich, ganz geschmeidig in den Bahnhof ein. Vorne ist er schon. Da steht ja ein Bus. Das ist ja nett. Ich weiß gar nicht, dass es Busse gibt hier. Die habe ich noch nicht gesehen. So, und dann... Ah, wir müssen noch mal ein bisschen vorziehen. Komm, zieh vor. Und... Dann wir gleich auch schon... Wir sind ja noch in der Zeit. So sollten wir gut drin sein. Ja, locker, locker, easy, leicht. So, und dann Türen öffnen. Und jetzt sollte sich doch eigentlich der Spiegel... der ist nicht geöffnet. Wieso? Wieso will der Spiegel nicht? Hier wird er eher als geöffnet angezeigt, aber ich sehe ja nicht. Ich sehe da nichts durch. Enttäuschend, äußerst enttäuschend, meine Damen und Herren. So, ich würde sagen, wie es weitergeht, wie wir dann hier ab Hetzerad wieder starten, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.